Jetzt läuft es. Endlich Montag war Matze. Jo, warte. Ja, jetzt zeigt er euch die kalte Schulter. Er hat euch den Rücken gezeigt, habt ihr weißt gesehen. Weißt du, dass ihr das alles falsch eingestellt habt? Was fummelst du denn da? Genau, jetzt? Der fummelt. Es ist Montag. Freust du dich auch immer so auf Montag wie ich? Weil wenn wir hier Video machen, ist der erste Tag der Woche schon fast rum. Außer ich, also für mich, er muss ja hier immer noch... Ich freue mich freitags immer, dass Samstag und Sonntag kommt. Er muss ja Montag immer noch stundenlang hier das Video zusammenschneiden, wenn ich mich hier vom Acker mache. Da freut er sich immer schon drauf, wenn ich sage, mach hin jetzt hier, ich muss nach Hause. So guckt er jetzt auch. Montag, Borkheide News TV Zeit. Hallo Borkheide. Mit dem... Hallo Welt, Matze. Mit dem Lutze sozusagen. Mit Lutze. Das ist Matze. Und ja, Matze. Boah, der klappt nicht, ist zu warm, hat er gesagt. Was? Das heißt, hallo. Ach. Hallo. Nee, das ist jetzt. Liebe so, Fans, jetzt, liebe jetzt, Finnen. Jetzt kommen wir durcheinander. Also, es sind übrigens bald Ferien, ja. Man merkt, die Ferien sind dringend nötig. Offensichtlich bei uns auch, aber wir kriegen keine Ferien. Doch, bist du in Ferien, ne? Und zwar am Donnerstag gibt es Ferien. Dann haben wir schon die Schulzeit rum. Jetzt muss ich mal sagen, war eigentlich dieses Jahr nur Ferien, glaube ich, die meiste Zeit. Eigentlich hätte oder ich so die bisschen. Ferien jetzt gestrichen und hätte jetzt die ausgefallene Schulzeit hinten dran gehängt. Und wer in den Ferien tanzen gehen will, der meldet sich bei Nadine Hoffmann. Unter lostanzen.de sind die genau, ganzen Kontaktdaten zu finden. Weil sie fängt wieder mit ihren Kursen an im Mehrgenerationenhaus in der alten Korbmacherei in Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 4D. Ja, ich sehe das nicht. Ein bisschen um die Kamera. Gucken. In Brück natürlich, genau. Und zwar Mittwoch vom 1.7., nee, Mittwoch den 1.7., den 8.7. Genau. Und den 5.8. von 16 bis 16.45 Uhr kreativer Kindertanz 3 bis 4 Jahre und von 16.45 bis 17.45 Uhr Kinderballett Schulkinder. Anmelden muss man sich unter Nadine Hoffmann, nadine-hoffmann@lostanzen.de und Kosten hat man auch, nämlich 9 € pro Kind und Termin. .de. Naja, mit dem Punkt noch und so. Ja. Jo. So viel dazu, also wer tanzen möchte mit Baströckchen, ach so, Schulkinder, Kinderballett, Schulkinder, für uns ist da nichts bei. Du fällst auf, wenn du da hingehst. Ja, aber wenn wir beide hingehen, nicht mehr. Das fällt immer noch auf. Nee. Wenn wir da, wir kriegen einen Kurs, pass mal auf. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir waren am Sonntag wieder mit der Kamera unterwegs. Wir waren endlich mal wieder unterwegs. Ich habe alles aus dem Keller geräumt, was ich gefunden habe, die große Kamera und habe dich mal wieder reden lassen. Und wir sind zum Flughafen gefahren. Genau. Und haben mal geguckt, was es da so Neues gibt. Sind in den Flieger gestiegen und waren auf einmal in Borkheide. Gelandet. Und zwar gibt es dort eine neue Ausstellung. Und was wir dort gesehen haben, seht ihr hier. Ja, hallo hier im Flieger von der Hans-Grade-Gesellschaft in diesem Jahr. Ein bisschen später neben mir die Heike, die mit für den Verein der Hans-Grade-Gesellschaft hier Rede und Antwort steht. Du bist ja Mitglied in dem Verein und ihr habt diese Saison ein bisschen später aufgemacht als sonst, wegen Corona. Seit 6.6. ist eröffnet. Und was ist jetzt eigentlich das Highlight hier im Flieger? Das Neueste. Ja, neu seit letztem Jahr haben wir den ersten Teil der Ausstellung neu gestaltet und wir haben jetzt in diesem Jahr den zweiten Teil neu, so dass man sich jetzt das Leben von Hans Grade von seiner Geburt über alle seine Wirkungsstationen, wo natürlich Borkheide das Größte war, bis hin zu seinem Tode, bis hin aber auch zur Rezeption des Erbes von Hans Grade, haben wir jetzt hier, denken wir, schon sehr gut dargestellt. Mussten wir auch machen, weil in einem Flugzeug, ein ausrangiertes Flugzeug, das soll nicht schlecht gemeint sein, hat natürlich andere Klimate für Exponate als ein Museum. Und deshalb haben wir hier also mit Hilfe von Jakina Wesselmann, die da ganz aktiv war, das grafisch gestaltet, aber auch auf Material geachtet, dass sich wirklich dann auch das dem Klima des Flugzeugs angepasst ist. Wir haben einige neue Forschungsergebnisse mitverarbeitet zur Zeit des Nationalsozialismus und zur Zeit danach.
Und wir möchten auch ganz großen Dank sagen an den Karl-Dieter Seifert, den Autor der Hans-Grade-Biografie und Chefjournalisten der Interflug, der uns in seinem hohen Alter mit Rat und Tat ganz doll zur Seite gestanden hat. Und an den Professor Grade, den Großneffen von Hans Grade, der sich also seit mehreren Jahren mit der Zusammenstellung der Patente von Hans Grade beschäftigt und da wissenschaftlich sehr viel gearbeitet hat und uns hier auch einen kurzen Beitrag geleistet hat. Ja, okay, so viel erstmal kurz dazu, denn wer sich da informieren will, kommt am besten mal her. Sagen wir, die Öffnungszeiten von der Ehe 18 sind? Sind eigentlich immer Sonnabend und Sonntags von 14 bis 17 Uhr. Und wenn man aber mal zu einer anderen Zeit einfach den Verein anrufen, kann man auch gern zu einer anderen Zeit kommen. Genau, und ihr seid ja im Internet vertreten, auch wir da kann man sich weiter informieren. Genau. Ne? Also wer Spaß hat und sich das hier mal anschauen kann, ist hier herzlich willkommen. Bis dahin, alles Gute euch, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Jo, das war's, ne? War, ja. Also, wer es an sich angucken möchte, genau, kann sich da mal hinwenden. Und wir hoffen, dass auch bald mal die Farbe draußen drauf kommt, weil, na, wie man sieht, ist der Flieger nicht mehr ganz neu. Ganz frisch ist er nicht mehr im Moment. Nee, ganz frisch. Aber Daumen drücken, dass es klappt. Mhm. So, dann waren wir auf dem Rückweg, sind wir zufällig am Hotel Fliegerheim vorbeigekommen. Ganz zufällig nur. Wurden wir einkassiert? Genau. Zwangsverhaftet? Weil das so ist manchmal. Gegen unseren Willen? Mit Bier? Und da wurde uns mitgeteilt, dass ja jetzt auch mit der Lockerung der Corona-Pandemie-Vorschriften der Sunday Lunch wieder losläuft. Das heißt, der erste lief ja schon, genau. Haben wir nicht richtig mitgekriegt. Aber der nächste, der ist am 12.7. Und zwar spielt da Confession the Blues. Und? Genau, die spielen Klassiker und vom Meister wie Robert Johnson, Muddy Waters bis hin zu T-Bone Walker. Also eine schöne, ruhige Blues-Geschichte als Hintergrunduntermalung zu einem tollen Essen. Genau, und weil wir dort so waren, haben wir uns natürlich mit Stefan und mit Toni unterhalten, ihres Zeichens die Geschäftsführer vom Fliegerheim. Nee, Toni ist Chef, ne? Naja, Stefan muss machen, was Toni sagt. Aber zusammen machen sie irgendwas, das klappt schon. Sie machen zusammen was hier, genau. Und da wurde uns mitgeteilt, dass sie auf der Suche sind. Ja, die suchen jetzt aber nicht irgendwie neue Partner oder so, sondern neue Mitarbeiter. Das heißt, genau. Die brauchen Studentinnen oder Schüler für Aushilfsarbeiten. Zum Wochenende? Genau, zum Wochenende. Und was noch viel wichtiger ist, sie brauchen De Koch. Das ist ja genderkonform ausgedrückt. Also ja. Koch, Köchin, Kochende, jedoch nicht vor Wut. Genau. Dort ist ein Koch abhanden gekommen, der sich anders umorientiert hat und gesucht wird, wie gesagt, noch. Das anders umorientiert klingt jetzt auch komisch. Ja, er will aus dem Gastronomiebereich raus. Also grundsätzlich hat das auch nichts mit dem Hotel zu tun, sondern ja, jedenfalls fehlt da jetzt ein Koch. Da fehlt ein Koch, genau. Und eine Köchin. Ach, Matze, sag mal, habe ich dir übrigens schon mal was anderes gesagt? Weißt das, du, kannst du dich eigentlich... Da höre ich aber meist nicht zu. Doch, hör mal zu. Kannst du dich da noch entsinnen, dass wir ja mal vom Fliegerheim hier so eine schöne Geschichte gebracht haben, was die hier vorhatten mit dem Hausbau? Das war ein sehr schönes Bild, was wir da gesehen haben. Ja, und da ist es übrigens. Da wären etliche Wohnungen entstanden, wenn nicht... Matze hat vorgegriffen, das Ding ist tot. Tot. Ja, aber nicht, weil die nicht wollen. Nein. Das Bauamt will nicht. Bauamt Teltow hat gesagt, ist nicht, gibt's und nicht. Ist nicht, kostet übrigens 8.000 Euro. Nee, kostet zuzüglich, viel, viel zuzüglich der selbst vorher investierten Kosten für Planung etc. Also es ist ein mittlerer vierstelliger Bereich, fünfstelliger Bereich. Genau, und diese Projekte sind zigtausend Euro reingeflossen und die kann man jetzt so in den Wind schießen. Ja. Übrigens, das Amt Brück und auch die Gemeinde Brück hat das positiv beschieden, ja, das nicht, Ganze. Dass das in den falschen Hals kommt hier. Ja, also unsere Gemeinde war dafür und auch das Amt Brück. Aber leider kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Also wenn man richtig viel Geld in die Hand nehmen will, auch noch Wohnraum schaffen möchte, der ja in Deutschland scheinbar nicht so knapp ist, weil sonst kommt es ja nicht zu solchen Entscheidungen. Aber die rechtliche Lage können wir ja nicht bewerten. Wir finden es einfach nur seltsam. Scheiße. Das hätte ich jetzt so, ich hätte seltsam komisch gesagt. Fängt beides mit S, eins mit S steht im Duden das Wort. Eins mit S und eins mit K. Ja, vielleicht soll man das seltsam, so nicht sagen. Komisch. Kannst du auch andere Worte mitnehmen mit S und K. Okay. Nächste Thema, Waldbad, Matze. Waldbad. Ich will immer noch schwimmen gehen. Ja, das wirst du auch.
sogar hier im Waldbad. Wir haben von Lockerungen erfahren über das Amt Brück und die Maßnahmen dazu, was das Bad, den Badebetrieb jetzt betrifft. Die werden wir umsetzen können. Können aber natürlich noch kein genaues Datum sagen, wann wir Tür und Tor öffnen, weil es hängt noch von zwei ganz wichtigen Themen ab. Zum ersten die Wasserbeprobung, die wir jetzt beauftragt haben, nachdem wir auch das Bad wieder in Betrieb nehmen konnten. Wir müssen nämlich auch diese ganze Umweltanlage wieder in Betrieb nehmen und die Wasserregeneration muss auch vernünftig laufen. Dann können wir eine Probe nehmen, Wasserprobe. Und dann müssen wir erstmal unsere Rettungsschwimmer wieder einfangen. Ach, die sind abgehauen. Ich weiß es nicht. Irgendwo sind die. Hallo, liebe Rettungsschwimmer, bitte meldet euch, weil ohne euch können wir das Bad nicht aufmachen. Und dazu mache ich jetzt mal einen ganz offiziellen Aufruf. Jeder kennt dieses grüne Plakat, was zwischen Bahnhof und Netto hängt oder Edeka. Da steht drauf, wir suchen Rettungsschwimmer fürs Waldbad. Und das ist mal ein ganz einfaches Thema, was wir jedes Jahr wieder aufrufen. Wir konnten im letzten und diesem Jahr keinen Nachwuchs mehr finden an Rettungsschwimmern. Und wir haben immer so einen, größtenteils einen Durchlauf von Abiturienten, die so mit 16, 17, 18 Jahren ranwachsen, mit 18 Jahren ihre Dienste machen können. Und wenn die dann studieren gehen oder mal eine Arbeit haben, sind die einfach mal weg. Und das kann auch dazu führen, mal ganz einfach gesagt, dass in 3-4 Jahren es hier keine Rettungsschwimmer mehr gibt, wie es in vielen Bädern in Deutschland auch passiert. Und deswegen der dringende Aufruf, liebe Eltern, bringt eure Kinder zum Schwimmen und lasst sie ihr Geld hier vor Ort verdienen, nämlich bei uns im Waldbad. Damit wir auch unser Waldbad weiterhin betreiben können und B, auch die Jugend ihr Geld hier verdienen kann. Mittlerweile liegt der Stundenlohn steuerfrei bei 10 Euro. Und normaler Zwei-Schicht-Betrieb kann man sich ausrechnen, wenn man da ein paar Schichten macht, dass man schon eine kleine Summe zusammenbekommt. Taschengeld. Wie gesagt, also lasst es nicht so weit kommen, dass das Bad zu ist, weil es keine Rettungsschwimmer mehr gibt, weil die ganzen Kinder nur noch vorm Handy und vorm Computer sitzen. Das ist nicht schön für uns und auch nicht für den Rest der Welt, weil sonst fragen irgendwann die Kinder von heute später, warum ist das Bad nicht auf? Und dann wissen wir, wer dran schuld war, nämlich die, die jetzt nicht Rettungsschwimmer geworden sind. Gut, also ihr habt es gehört, Rettungsschwimmer werden dringend gebraucht und Wasserproben werden gemacht und dann schauen wir mal, wann es endlich losgeht. Sind genau. Ja schließlich auch Ferien. Auch das noch. Demnächst. Und dann hoffen wir ja, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Bis jetzt hat Matze das nicht richtig hinbekommen. Nicht richtig. Aber wir schauen mal, Matze. Da haben wir gleich die Überleitung. Wetter. Bitteschön. Ja. Laut Wetter ist Knorke, mein Freund. Alle Brummel die Woche. Kannst du kicken? 30 Grad. 30 Grad zum Donnerstag bis Freitag, dann geht es rapide auf 29 Grad runter. Und dieser Balken hier, der am Montag noch zu sehen ist, das ist ja eine 0,2 mögliche Liter Wahrscheinlichkeit an Regen, die können wir uns knicken für heute. Also selbst wenn da so ein fetter Balken ist auf dem Bild, da kommt auch nichts. Wetter bleibt erstmal so, aber die Prognose in über einer Woche sieht ein bisschen anders aus. Da könnte es nochmal auf Tagestemperaturen von 16 Grad zurückgehen. Ich sag das mal lieber vorsichtshalber schon, nicht, dass du wieder sagst hier, nein, also wie gesagt, die Woche wird es erstmal schön und warm vor allem. Gucken wir mal. Okay, sind wir durch. Oh, ja. Wir haben es mal wieder geschafft. Wünschen euch natürlich schöne Ferien. Ich bin ja komplett aus dem Bild gerückt. Ja, Matze, bleib mal hier. Bleib mal. Ich sag, deswegen drehe ich immer die Kamera ja so. Ja, brauchst du nicht mehr drehen, dann drehst du mich dann raus, bleib hier. Wir sind jetzt eh gleich fertig. Schöne Ferien wünschen wir euch natürlich und alle, die jetzt irgendwo noch verreisen oder im Lande bleiben. Bleibt gesund. Bombenwetter, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Nehmt einen Mundschutz mit. Ist trotzdem immer noch eine gute Variante, um diversen Corona-Bedingungen aus dem Weg zu gehen. Wie immer hier vor der Kamera. Matze und? Lutze. Und tschüss. Also klappt das doch. Sag mal. Tschüss. Tschüss.